Hallo liebe Leute, sind wir wieder. Heute zeige ich dir, wie wir eine richtig leckere Kohlrabi-Suppe machen. Wenn du mal sehen willst, wie das Rezept geht, dann bleib doch einfach mal dran. Wir beginnen mit einer Zwiebel. Die Zwiebel wird einmal geschält und dann werden wir diese einmal fein runterschneiden in feine Würfel. Geht ja folgendermaßen vor: Zwiebel halbieren, mehrmals horizontal und vertikal einschneiden. Und dann schneidet ihr runter in feine Würfel. Da ich meine Kohlrabi-Suppe immer mit ein bisschen Sellerie mache und ich auch zufälligerweise noch was übrig habe von meinem Sellerie, passt das ganz wunderbar. Und dann werden wir das einmal putzen und gucken, dass wir hier so viel wie möglich von dem Wurzelansatz wegschneiden, also von der Außenhülle. Und dann würfen wir den auch runter. Und dazu schneiden wir erstmal schöne Scheiben runter. Und passt auf eure Finger auf. Und nehmen wir uns einen Stapel, schneiden das in Stifte und diese Stifte werden wir dann fein runterschneiden. Jetzt gehen wir in den Topf hin. Da ich die Suppe unbeabsichtigt oder doch beabsichtigt vegan machen möchte. Ich bin zwar kein Veganer, aber ich habe da jetzt einfach keine Lust, tierische Produkte zu verwenden. Nehme ich hier erstmal ein ganz normales, feines, beziehungsweise nicht feines, sondern neutrales, würde ich sagen, Sonnenblumenöl und gebe dann hier meine Zwiebeln rein und werde das einmal anschwitzen lassen. Glasig sind sie jetzt. Jetzt geben wir noch den Sellerie dazu und rösten auch noch mal kurz mit an. In der Zeit können wir dann die Kohlrabi schälen und klein schneiden. Ich habe hier drei Kohlrabis und die werden wir erst einmal so behandeln, dass die kompletten flachen Grund haben. Wenn ihr irgendwie so ein paar Schnitzereien habt, also dass die Kohlrabi-Haut ein bisschen angegriffen ist, dann solltet ihr es auch abschneiden. Also ich meine gerade solche Stellen hier. Und dann wird das einmal geschält. Ich habe hier so einen neuen Schäler, habe ich von einem von euch zugeschickt bekommen, von einer Zuschauerin aus der Schweiz. Und jetzt probiere ich das mal aus, dass ich hier einmal die Kohlrabi schön schälen kann. Ich sage jetzt besser keinen Namen, deswegen habe ich, weil ich auch nicht weiß, ob sie das möchte. Aber vielen Dank. Wie gesagt, ihr müsst mir nicht zuschicken, wenn ihr es freiwillig von euch aus macht. Bedanke ich mich natürlich herzlich, aber es ist kein Muss, weil ich habe auch wirklich alles, aber es ist Nettigkeit, freue ich mich natürlich drüber. Dann einfach nur die Kohlrabi runterschneiden, auch wieder in Scheiben und die Scheiben dann in Stränge und dann in Würfel. Oh, guck mal, die Kohlrabi ist von innen drin hohl, so wie ich. Haben wir das gemeinsam. Ja, und dann einfach runter. Nun habe ich hier, wie ihr seht, einmal den Sellerie angeschwitzt, angeröstet und jetzt geben wir den Kohlrabi dazu. Wir lassen es aber nicht weiter auf dem Herd, weil den Kohlrabi röste ich jetzt nicht an und ich glaube, ich habe zu viel gemacht. Drei Kohlrabis für zwei Personen sind definitiv zu viel. Ich nehme jetzt nur zwei, die andere nehme ich morgen zur Arbeit. Und ja, wie gesagt, die ganzen Informationen findet ihr wie immer im Rezept verlinkt. Und jetzt geben wir hier Brühe rein. Und zwar gebe ich Gemüsebrühe da rein. Ich nehme jetzt erstmal einen halben Esslöffel körnige Gemüsebrühe, natürlich vegan. Und dann gieße ich das jetzt alles mit Wasser an. Ich habe hier ungefähr 1,2 Liter. Ich gebe erstmal weniger dazu. Erstmal so viel, dass das alles drin schwimmen kann. Geben wir auf den Herd jetzt wieder und dann kochen wir jetzt den Kohlrabi weich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben ja hier den Topf mit dem Kohlrabi und dem Sellerie und jetzt haben wir noch nicht gewürzt. Ist richtig, den Topf, den lasse ich jetzt auch erstmal stehen, denn ich gebe jetzt, weil ich ganz genau weiß, wenn ich das jetzt einmal püriere, dann ist die Suppe zu dick, dann ist das ein richtiger Eintopf, richtig, das will ich nicht. Erstmal will ich sowieso nicht, dass ich alles püriere, ich will ein paar Stückchen drin haben, deswegen habe ich die auch teilweise auch schon so klein geschnitten, aber ich möchte halt einfach, ja, ich weiß, dass sie gleich einfach zu dick wird. Deswegen kommt die kurz nochmal über Seite. Und wir machen Folgendes. Ihr nehmt euch einen Pürierbehälter. Und jetzt gebe ich hier einen Schluck Wasser rein. Ja, 200 Gramm ungefähr. Das Wasser wird gewürzt. Wir haben ja noch kein Salz drin. Deswegen geben wir Salz rein. Das tut den Rotorblättern nichts an. Keine Panik. Pfeffer auf jeden Fall auch. Warum mache ich das unten rein? Jetzt hier. Weil das gleich so einfacher alles verwirbelt. Dann siehst du ja nicht die ganzen Gewürze oben drauf, die müssen erst nach unten gezogen werden, sondern sind direkt unten. Damit nicht alles zu muffig schmeckt,
werde ich, damit nicht alles so muffig schmeckt, werde ich einmal Koriandersamen reingeben. Ja, ein Teelöffel reicht voll und ganz. Und dann gebe ich jetzt einen Teil der Brühe oder der Suppe rein. Ich habe die Kohlrabi hier bissfest gegart. Warum? Ich will die nicht kaputt kochen, ich will die nicht tot kochen. Die soll ja schon noch ein bisschen Geschmack haben. So, ihr seht hier, das wird gleich mega dick. Wir nehmen natürlich hier noch ein bisschen Brühe mit und dann pürieren wir das jetzt. Bei mir ist es jetzt schon soweit, richtig schön. Ihr seht hier schön cremig, aber es ist noch nicht so weiß genug und ich finde, ich habe den Deckel aufgemacht und mir ist sofort die Koriandersamen entgegengekommen. Diese richtig schönen zitronigen Duft und so schmeckt einfach der Kohlrabi nicht so langweilig. Und jetzt gebe ich noch, weil ich es ja vegan mache, hier einmal Reiscreme rein. Ihr könnt auch Sojacreme nehmen, aber Soja ist nicht so super mit Schilddrüsenproblemen, deswegen nehme ich Reismilch. Einmal noch unterheben und dann abschmecken und dann sollten wir fertig sein. Es macht ja keinen Sinn, das hier drin abzuschmecken, deswegen gieße ich das jetzt alles wieder zurück. Und jetzt gucke ich einmal, wie viel Brühe ich noch reingeben darf, wie viel ich reingeben muss. Und wir probieren, also vom Koriander her ist das super. Salz und Pfeffer auf jeden Fall noch. Wir geben mal erstmal Brühe rein und rühren diese ein. So, und dann sollte die Suppe soweit perfekt und fertig sein. Und dann mache ich jetzt noch ein Bild für euch und bin dann auch gleich raus. Und das war's dann auch schon wieder. Du hast gesehen, das Rezept ist ja super einfach, sehr lecker, sieht es ja auch aus. Richtig schöne cremige Suppe. Wenn du es mal nachgemacht hast, schreib es in die Kommentare, schick mir ein Foto und dann bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.